Die faulen Gänse von Bruno Horst Bull. Im großen Moor lebte eine reiche Gänsefamilie, Vater, Mutter und drei Töchter. Da es sich im Moor wohl leben ließ, waren sie alle fünf sehr fett und faul. Mutter Gans war dick und bequem geworden, Vater Ganter, ja, war auch nicht der schlankste, aber am faulsten waren die Töchter. Schon in ihrer Kindheit waren sie so träge gewesen, dass sie nicht einmal die Gänsesprache richtig erlernten. Und nun, da sie ins heiratsfähige Alter gekommen waren, stotterten sie alle drei. Statt Gack-Gack sagten sie Gack-Gack-Gack. Und statt Gick-Gick sagten sie Gicki-Gicki, sodass niemand ihre Sprache richtig verstehen konnte. Und deshalb hatte sich bisher kein Gänserich bei ihnen eingefunden, der wenigstens eine von ihnen zur Frau genommen hätte. Zwar ging den Gänsetöchtern der Ruf voraus, schön und reich zu sein, na, aber zum Heiraten waren sie doch nicht geeignet. Eines Tages landete ein alter Ganter aus einem fremden Schwarm im Moor. Er sah die jungen Gänse im Moor graben und machte den Eltern einen Besuch. Der Alte hatte nämlich einen jungen Gänserich zum Sohn, den er gern verheiraten wollte. Deshalb wurde vereinbart, dass er am nächsten Tag mit seinem Sohn wiederkomme, damit sich dieser eine der Töchter zur Frau aussuchen konnte. Als der fremde Ganter fortgeflogen war, wurde Mutter ganz lebendig. Sie führte ihre Töchter an den See. Da mussten die jetzt ganz gründlich baden und mit ihren breiten Schnäbeln jede Feder ihres Federkleides putzen, damit es schön glänzte. Die jungen Gänse waren sonst auch hierzu zu faul gewesen. Nur die Aussicht auf den Bräutigam machte sie ausnahmsweise rege. Am nächsten Tag kam der alte Ganter mit seinem Sohn pünktlich angeflogen. Die Gänsetöchter saßen hübsch geputzt auf der Wiese und Mama Gans empfing die Gäste, indem sie höflich mit dem Kopf nickte. Vorher hatte sie ihre Töchter ermahnt, ja nicht zu schnattern, damit der Bräutigam nichts von dem Gestotter merken sollte. Mutter Gans führte die Gäste auf die Wiese. Sie erzählte ihnen von ihrem Reichtum und was die Töchter alles an Heiratsgut mitbekämen. Der alte Ganter hörte interessiert zu. Der junge Gänserich aber musterte die Gänse, die hübsch geputzt auf der Wiese saßen. Als die jungen Gänse den hübschen Gänserich sahen, da konnten sie nicht mehr stillschweigen. Plötzlich trompeteten die Ältere heraus, da, das sollte heißen, da steht der Bräutigam. Aber es war in einer furchtbaren Aussprache herausgeschrien, so dass der alte Ganter und der junge Gänserich sehr erschraken. Da rief die Mittlere, die die Verlegenheit der Gäste bemerkte, die, und das sollte heißen, du solltest doch den Mund halten. Aber es war in einer furchtbaren Aussprache herausgeschrien, so dass der alte Ganter und der junge Gänserich noch viel mehr erschraken. In dem Augenblick rief die Jüngste, kick, und das sollte heißen, ja, ich schweig still und kriege den Bräutigam. Aber das war auch in einer so furchtbaren Aussprache herausgegickert, dass der alte Ganter und der junge Gänserich außer sich geraten. Ich will doch keine Stottergans zur Frau, rief der junge Gänserich und schlug mit den Flügeln. Schnell erhob er sich und flog davon. Und sein Vater, der alte Ganter, schwirrte hinterher. Mutter Gans aber saß da mit ihren faulen Töchtern. Sie war mit ihrer Weisheit am Ende. Wieder einmal hatte es sich gerecht, dass Kinder faul waren und nichts lernen wollten. Ja, und wenn man schon faul und dumm ist, dann sollte man wenigstens zur richtigen Zeit den Schnabel halten können.